Wenn Paläontologen die Vergangenheit der belebten Natur erforschen, dann können sie das nur anhand von Funden in Sedimenten. Diese Schichten in genau definierte Erdzeitalter einzuteilen, ist Aufgabe der Stratigraphen, also der Geologie. Die jüngste klassifizierte Erdepoche ist das Quartär. Erst 2008 wurde ihm das neueste Erdzeitalter hinzugefügt, das Holozän. Es begann vor 11.700 Jahren. Das sagt uns die International Commission on Stratigraphy, die über die erdgeschichtliche Zeitskala wacht. Seit einiger Zeit ist eine heftige wissenschaftliche Debatte entbrannt. Denn manche Geologen wollen das Holozän schon als beendet erklären und auf der Zeitskala ganz oben eine neue Epoche deklarieren, das Anthropozän. Wir befinden uns praktisch hier oben auf diesem schwarzen Strich und das wäre dann auch das Anthropozän. Will also heißen? Wir beschäftigen uns jetzt mit etwas, was sehr rezent ist, sehr heute bezogen ist. Und das ist ja geologisch gesehen noch nicht mal eine Millisekunde auf die gesamte Erdgeschichte bezogen. Obwohl die massiven Auswirkungen des menschlichen Eingriffs offensichtlich sind, ist die erdgeschichtliche Definition eines neuen Zeitalters reichlich kompliziert. Die Stratigraphie-Kommission hat schon vor einigen Jahren eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um mögliche Methoden für die Etablierung eines Anthropozäns zu erarbeiten. Die große Frage ist, wann beginnt das neue, das vom Menschen gemachte Zeitalter? Die Antwort hängt davon ab, welche der vielfältigen Einflussfaktoren im Fokus stehen. Die Bevölkerungsexplosion des biologischen Erfolgsmodells Mensch, die industrielle Revolution des 18. Jahrhunderts, der Beginn der Landwirtschaft und der massenhaften Tierhaltung, die durch den Menschen ausgelöste Erderwärmung oder gar die Atombombe und das nukleare Zeitalter. Etliche Geologen plädieren deshalb für mehr Gelassenheit. Sie sagen, es ist jetzt noch zu früh, darüber endgültig zu entscheiden. Aber unabhängig von der wissenschaftlichen Debatte um ein erdgeschichtliches Zeitalter, alle sind sich bei der Diskussion um das Anthropozän dann doch einig darüber. Aus gesellschaftspolitischer, umweltrelevanter, kulturwissenschaftlicher, soziologischer Sicht ist das Anthropozän-Konzept sicherlich sehr wertvoll, um die Agenda in die Öffentlichkeit zu tragen, dass unser Planet ein Problem hat mit uns. Jeder einzelne Erdbewohner hat die Pflicht, sich damit bewusst auseinanderzusetzen und seine Rolle als Teil des Ganzen zu verstehen.